Was denkt Deutschland? Bei mir im Studio ist jetzt Gerd Richter vom Meinungsforschungsinstitut CIVEI. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Ja, wir haben gerade schon in den Bundestag geschaut und es wird diskutiert und abgestimmt. Wie zufrieden sind denn die Menschen im Land mit der aktuellen Fassung des Heizungsgesetzes? Es ist ja noch einmal nachgearbeitet worden. Ja, genau das haben wir die Deutschen einmal gefragt. Wie beurteilen Sie die finale Fassung des Heizungsgesetzes? Und wir sehen es ja schon auf der Grafik, die Meinung ist ziemlich eindeutig. 7 von 10 Deutschen sind nach wie vor unzufrieden, trotz Nachbesserung. Noch nicht einmal jeder Zweite sagt, ich bin zufrieden damit. Selbst unter den Anhängern der Grünen ist nur jeder Zweite jetzt mittlerweile zufrieden. Das ist also insgesamt kein gutes Zeugnis, das die Deutschen hier ausstellen. Jetzt ist ja auch die Frage, ob ich Mieter oder Eigentümer bin. Wie würden sich denn die Deutschen entscheiden, wenn sie morgen eine neue Heizung einbauen lassen müssten? Würden die Menschen dann auf eine Wärmepumpe setzen oder sagen viele noch, nein, wir bleiben bei der Gasheizung? Ja, auch hier haben wir ganz spannende Zahlen dabei. Gasheizung, Wärmepumpe, darum geht's. Wir haben die Deutschen gefragt, für was würden sie sich entscheiden? Und das Interessante ist hier, das geht fast halbe halbe auf. 4 von 10 Deutschen sagen nach wie vor Gasheizung, das würde ich mir einbauen. Ungefähr 4 von 10 Deutschen, ein bisschen weniger, sagen, ich setze auf die Wärmepumpe. Das, was hier ein bisschen uns nachdenklich machen kann, ist, dass Heizungsbau mittlerweile fast was Ideologisches ist. Das spaltet sich ganz klar auf. SPD und Grünanhänger setzen auf die Wärmepumpe. Ja, Wähler anderer Parteien wollen eher eine Gasheizung einbauen. Das scheint keine technisch-wirtschaftliche Entscheidung mehr zu sein, sondern eher eine ideologische mittlerweile. Du hast gerade SPD und Grüne angesprochen. Mit diesem Gesetz bringen natürlich die meisten Menschen Robert Habeck in Zusammenhang, da sein Haus für dieses Gesetz verantwortlich war, federführend war. Ja. Wie hat sich denn jetzt dieser ganze Streit und natürlich auch jetzt diese Pause und wie du gerade schon gesagt hast, die Unsicherheit bei den Menschen auf das Image von Robert Habeck ausgewirkt? Ja, wie beurteilen Sie die Arbeit von Robert Habeck im Zuge des Heizungsgesetzes? Wir sehen es an den Zahlen, wie eng das verknüpft ist, das Heizungsgesetz und wie man die Arbeit beurteilt. 7 von 10 Deutschen wiederum sagen, das ist die gleiche Wert wie beim Heizungsgesetz. Ich beurteile die Arbeit schlechter von Robert Habeck durch das Heizungsgesetz. Nur jeder 10. sagt, das hat sich verbessert. Auch hier wieder das Gleiche, was wir überall sehen. Das spaltet sich ziemlich klar zwischen den ideologischen Ausrichtung im Parteienspektrum. Grüne und SPD sind hier deutlich positiver gegenüber Robert Habeck. Die Parteien, andere Anhänger, noch deutlich negativer als der Durchschnitt hier. Gerrit, lass uns das auch einmal politisch noch mal analysieren und einordnen lassen. Unsere Kollegin Dorothea Schopelius ist im Deutschen Bundestag, hat die Rede von Robert Habeck und auch den Auftritt der Opposition verfolgt. Und Dorothea, wie ist es denn jetzt? Ist Robert Habeck mit seinem Gesetz heute zufrieden? Und kann er sagen, okay, dann habe ich eben etwas eingebüßt, aber ich habe etwas durchgesetzt, von dem ich zumindest politisch überzeugt bin? Oder wie hast du den Bundeswirtschaftsminister heute erlebt? Herr Franke, das war eine ziemlich gute Zusammenfassung gerade schon. Er musste etwas einbüßen, hat dafür aber was Gutes hinbekommen. So vertritt Robert Habeck das nach außen. Auch in der 80-minütigen Debatte rund um das Gesetz hat er sich sehr selbstbewusst gegeben und ist vor allen Dingen ganz ruhig geblieben. Zum Beispiel Christian Dürr von der FDP hat sehr heftig und emotional auf einen Frontalangriff von Thomas Heilmann von der CDU reagiert und das Gesetz so regelrecht verteidigt. Das hat Robert Habeck gar nicht getan, sondern ganz in dem Sinne der Grünen ohne Schmerz, kein Preis quasi. Also man muss etwas einbüßen, um etwas zu schaffen, steht er hinter diesem Gesetz und gibt sich sehr selbstbewusst. Und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass diese schlechten Umfragewerte jetzt so bleiben. Wer weiß, wie das in 2 Jahren oder einem Jahr für Robert Habeck aussieht. Du hast vorhin es schon gesagt, die allermeisten Menschen bringen dieses Gesetz ziemlich alleine mit Robert Habeck in Verbindung. So im Gehirn sind Robert Habeck und Heizungsgesetz von den Namen einfach verbunden und durch die Streitigkeiten der Ampelregierung hängt an dem Heizungsgesetz auf jeden Fall kein positives Gefühl. Das haben wir ja in den Zahlen gerade schon gehört und gesehen. Dorothea, vielen Dank für deine Einschätzung aus dem Bundestag. Und damit haben wir zumindest in diesem Punkt die Frage beantwortet, was denkt Deutschland? Gerrit, danke schön, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne.